Es gibt noch andere Versuchungen dieser Welt. Intellektualismus. Es gibt viele junge Christen, die sind fleißig, die sind klug, die machen Abitur. Und was machen sie dann? Klar, studieren. Ist es wirklich so klar? Fragen wir da den Herrn? Ist uns klar, dass es auch eine Gefahr sein kann, sich mit dem intellektuellen Geist dieser Welt zu beschäftigen? Sei es jetzt Naturwissenschaften oder seien es Geisteswissenschaften? Da muss ich auch immer aufpassen, dass ich die nichtigen Gedankengebäude dieser Welt nicht höher achte als die geoffenbarte Wahrheit der Bibel. Ich muss wissen, dass was mir Gott geschenkt hat an Erkenntnis, ist tausendmal mehr wert als irgendeine armselige Erkenntnis dieser Weltwissenschaften. Dann kann ich vielleicht studieren. Aber nicht, wenn ich da in Gefahr bin, mich von den intellektuellen Werten dieser Welt faszinieren zu lassen.